Toll an, wir drehen das Ganze mal zurück. So, wo sind die Teams? Kann ich euch mal hören? Sehr gut. Wir fangen an mit Platz 7, mit einer Zeit von 3:16:23, die Stadt Indiana. So, und ich bitte den Team-Captain hier mal an der Seite reinzugehen, dass er die Treppe hochkommen kann und nicht über die Bühne stolpern muss. Genau, da ist er schon. Ja, das ist sehr schön, die Stadt Indiana aus Potsdam gleich zu zweit, weil es gibt ja zwei Fässer. Ja. So, der Preis, ein Fass für die Männer, ein Fass für die Frauen. Von dem guten Warsteiner. So, die Urkunden werden danach gereicht. Und ich kann einfach mal sagen, man sollte wirklich nicht immer auf die Computer vertrauen. Ja, manchmal verrechnet er sich auch. Auf Platz 6 mit einer Zeit von 3 Minuten 12,85 Eon Edis Starkstromer. Das ist der Captain, der Eon Edis Starkstromer. Herzlichen Glückwunsch auch für euch. Zwei Fässer Bier. Vielen, vielen Dank und herzlichen Glückwunsch an Eon Edis Starkstromer. Auf Platz 5. Mit einer Zeit von 3 Minuten 12:77 die Euranias. Oh, jetzt gibt es hier noch eine Performance, ja? Herzlichen Glückwunsch. Also habt ihr euch mal ganz schnell um 3 Plätze verbessert, oder? So geht das. Muss man bloß richtig ausrechnen hier alles. So, wir kommen jetzt zum undankbaren 4. Platz. Und es war wirklich nur in der Gesamtzeit eine Hundertstel Sekunde. Und der 4. Platz geht mit 3 Minuten, 10 Sekunden, 25 an die Energiedrachen. So, wo ist der Captain der Energiedrachen? So, jetzt aber husch, husch. In den Schweriner Farben. Blau und Gelb. Herzlichen Glückwunsch. So, auch noch das Warsteiner. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat, weil da steht ja noch eine andere Marke. Naja, wer weiß das schon. Herzlichen Glückwunsch an die Energiedrachen für die Teilnahme und den 4. Platz. Und jetzt kommen wir zu den Pokalplätzen sozusagen, naja, zu den Plätzen, wo es noch einen kleinen Zusatzpreis gibt. Auf dem 3. Platz mit einer Zeit von 3 Minuten, 10 Sekunden und 24 der Pokalverteidiger, die Wackwürmer. Und da bin ich mal das gesamte Team vor die Bühne zu kommen und den Team-Captain hier nach oben auf die Bühne. Glückwunsch zum 3. Platz. Ja, das gibt als Preis 2 Fässer Bier und diesmal gibt es das Krombacher und eine Flasche Champagner, glaube ich.
Irgendwas ganz Gutes. Oh, von Napoleon. Der ist ja schon tot. Naja. Gut, also eine Flasche Champagner noch zum Feiern. Und hier vorne, ich würde mal sagen, das Team bleibt mal gleich stehen da. Ja, dann bitten wir nämlich das Team für den Platz 2 dazu. Und, ja, wir wussten ja vorher noch nicht so genau, wer jetzt Erster geworden ist. Und ich schätze mal, dass sich diejenigen, die Erste geworden sind, jetzt wahrscheinlich viel mehr freuen, als die, die ich jetzt aufrufe. Das Team auf Platz 2 mit einer Zeit von 3:07:37. Die Nevagianer. Die Nevagianer, schickt mal den Teamkapitän auf die Bühne und geh mal hier links an die Seite. Komm mal hier links rüber, genau. Die Nevagianer aus Dresden. Herzlichen Glückwunsch. Oh, wir haben ja eine Kaptine, einen Kapitän und noch eine Kaptine. Sehr schön. So, eine große Flasche Champagner zum Feiern und zwei Fässer Bier. Ja, auch schön warm schon das Bier und schmeckt es am besten. Ich gehe mal aus dem Bild hier. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt würde ich mal sagen, ein riesen Applaus für die Sieger des Wanderpokals der Stadtwerke Schwerin in diesem Jahr 2010 hier am Pfaffenteich mit einer Zeit von 3 Minuten 0,25 Sekunden. Die Stromschnellen aus Neubrandenburg. Applaus nochmal für die Sieger und hier kommt die Teamführung. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz zum Wanderpokal. So, der ist hinter euch. Also erstmal gibt es eine riesen Magnumflasche Champagner, zwei Fässer Bier. Und dann überreicht der Geschäftsführer der Stadtwerke, Dr. Josef Wolf, den Wanderpokal für dieses Jahr. Das ist er. Herzlichen Glückwunsch. Lasst euch feiern. To pick myself back up, and when I fall down, I have to pick myself back. So, ich habe vielleicht noch mal eine Frage an euch. Wie war denn das überhaupt jetzt mal so im Dunkeln zu paddeln? Ich gehe mal zu der Dame, das ist vielleicht besser. Es war wunderbar. Also schnell, du sagst nicht. Habt ihr euch irgendwie unterwegs ziehen lassen? Nein. Offensichtlich. Gut, und wieso denkt ihr, dass ihr schneller wart als im Helm? Na ja, aufgrund der Zeiten. Ja, ich bin ja auch doof. Ja, es war vollkommen die korrekte Antwort. Also nochmal herzlichen Glückwunsch an euch. Und viel Spaß heute Abend noch, wünsche ich. Und ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Jahr zur Titelverteidigung dieses wunderschönen Wanderpokals. Vielen Dank an die Stadtwerke Schwerin für diesen Wettkampf. Und Bernd, mach weiter. So, habt ihr noch einen kleinen Applaus für seinen Tomsi? Der hat alles kommentiert, festgehalten hier und auf der Bühne richtig Gas gegeben. Tomsi von der Kanu-Renngemeinschaft. Wir sehen dich auch morgen wieder zur Siegerehrung. Mal sehen. Okay, schauen wir mal. Okay. So.